Kriterien, die damals für Dale Carnegie gesprochen haben und auch heute noch für Dale Carnegie sprechen, waren gar nicht mal so formal. Das Entscheidende, was dann den Ausschlag für Dale Carnegie gegeben hat, das war die Herangehensweise. Uns alle, die wir in diesem Auswahlgremium saßen, hat eben diese Herangehensweise überzeugt, weil Dale Carnegie von Anfang an darauf verzichtet hat, eine PowerPoint-Schlacht zu veranstalten, sondern mit uns gemeinsam interaktiv unseren Bedarf, den wir schon artikuliert hatten, weiterentwickelt hat. Wir benötigen ein globales Weiterbildungsprogramm für unsere Vertriebsorganisation, um sie noch effektiver zu machen und um unsere Vertriebsziele besser und auch schneller erreichen zu können. Die Idee hinter dieser Ausrichtung des Programms von der Internationalität kommend, bis über die Zielgruppen, die unterschiedlichen Zielgruppen, war die, dass wir mit einer Stimme beim Kunden sprechen wollen. Dass das Wording, die Begrifflichkeiten, die Verkaufsargumente immer wieder dieselben sind, egal ob unsere Kunden die in Asien, USA oder in Europa von uns hören. Letztendlich sieht man an dem Erfolg durchaus auch an konkreten Zahlen, dass sich der Erfolg im Vertrieb immer mehr und deutlicher auch einstellt. Der Erfolg des Cross-Sellings ständig steigt, dass wir viel besser als früher in der Lage sind, unseren Wert beim Kunden zu verkaufen, die Preiserosion zu stoppen und im Gegenteil sogar auch zusätzliche Margen zu erzielen. Und all diese Maßnahmen zusammen haben dazu geführt, dass die Vertriebsorganisation deutlich erfolgreicher unterwegs ist als noch vor ein paar Jahren.